Solange wir die Autoindustrie als eine Art Nebenregierung zulassen, haben wir aus dem ganzen VW-Skandal leider gar nichts gelernt. Und ich sage Ihnen was, auch der deutsche Autofahrer, der muss jetzt einfach mal einen Gang zurückschalten. Entspannt Autofahren mit Gernot Hassknecht. Hallo, deutscher Autofahrer. Entspann dich doch mal. Ich verstehe ja, dass dir das Rasen wichtig ist. Deine Aggressionen, die müssen halt irgendwo hin. Kann man ja nicht alles an seinen Kindern auslassen. Glaub mir, auch ich war früher mal ein aggressiver Autofahrer. So verrückt das auch klingt. Heute nutze ich das Autofahren, um runterzukommen, mich zu entspannen. Die Sonne scheint. Guck mal, da fliegt ein Vogel. Hallo, Vogel. Und weil ich kein Egoist bin, helfe ich anderen Autofahrern, sich zu entspannen. Deswegen fahre ich auch so gerne Autobahn. Immer auf der linken Spur, immer mit genau 70 Stundenkilometern. Entspannungshilfe für Autofahrer.